haben sich im Meer und auf dem Land unterschiedliche Gesteinsschichten abgelagert. Je tiefer wir hier reisen, desto älter werden diese Schichten. Es geht los. Knapp unter der Erdoberfläche erreichen wir Erdschichten, welche vor 6000 Jahren abgelagert wurden. Es ist die Zeit der Pfahlmauer, welche auch in der Schweiz an Flüssen und Seen zieht. Wir befinden uns noch immer mitten in den Ablagerungen aus dem Quartär, dem jüngsten Erdzeitalter. Diese lockeren Gesteine sind vor allem im Mittelland weit verbreitet. In ihnen finden sich auch Überreste des Lebens vor 50.000 Jahren. Damals waren der ganze Alpenraum und weite Teile des Mittellandes mit Eis bedeckt. Opalinum, ein Ammonit, der dem Gestein seinen Namen gegeben hat und den man heute als Versteinerung finden kann. Dieser Ammonit wurde mit Tonschlamm zugedeckt. Seit 180 Millionen Jahren ist er hier unten eingeschlossen. Obwohl die Erdoberfläche mehrfach von klimatischen und später gesellschaftlichen Veränderungen geprägt wurde. Hier unten herrschte während der ganzen Zeit absolute Ruhe. Betreten Sie nun die Welt des Opalinustons und entdecken Sie seine Eigenschaften. Der Lift brachte uns in eine Tiefe von 600 Metern. Wir sind nun mitten im Opalinus-Ton, einer über 100 Meter mächtigen Schicht aus Tongestein.
Schauen Sie ruhig kurz in das Bohrloch an der Decke. Der Opalinuston entstand vor rund 180 Millionen Jahren als Ablagerung im Meer der Jurazeit. Wenn Sie möchten, können Sie ein Stück Opalinuston mit nach Hause nehmen. Greifen Sie zu. Gerne erkläre ich Ihnen kurz, weshalb sich Tongesteine in großer Tiefe sehr gut für die langfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen eignen. Sehen Sie selbst. Wir befinden uns tief im Untergrund des weiteren Gebirges. Ereignisse an der Erdoberfläche, wie zum Beispiel mehrere Eiszeiten, hinterließen hier keine Spuren. Hier unten blieb die Zeit praktisch stehen. Tiefliegende Tonschichten wie der Opalinuston können Stoffe langfristig und sicher einschließen. Heute und auch für lange Zeiträume. Hier erfahren Sie die wichtigsten Gründe. Radioaktive Stoffe könnten mit fließendem Wasser in die Umwelt gelangen. Darum ist ein möglichst undurchlässiges Gestein sehr wichtig. Bei Zutritt von Feuchtigkeit vergrößert sich das Volumen des Opalinustons. Das Gestein quillt und kann so mögliche Risse schließen. Deshalb sind Tonschichten gegenüber anderen Gesteinen, wie zum Beispiel Kalk oder Kies, praktisch wasserundurchlässig. Die großen Gletscher der Eiszeiten haben an der Erdoberfläche Täler gebildet und Moränen abgelagert. Hier unten ist davon nichts zu sehen. Mächtige Gesteinsschichten schützen vor Erosion. Auch Erdbeben machen in dieser Tiefe keine Probleme. Ihre Erschütterungen sind hier unten viel schwächer als an der Erdoberfläche. Schauen Sie sich die Objekte ruhig näher an. Meine Damen und Herren, der Lift bringt Sie nun zurück an die Erdoberfläche. Betreten Sie bitte den Lift. Gute Rückfahrt. Nach unserem Rundgang in 600 Meter Tiefe bringen wir Sie jetzt sicher zurück an die Erdoberfläche. Unterwegs zeigen wir Ihnen das Konzept der Tiefenlagerung. Denn der radioaktive Abfall der Schweiz lässt sich nicht wegdiskutieren, aber sicher in Gestein lagern. Sie sehen hier einen Schnitt durch die Erdschicht.
Das Tiefenlager liegt in einer Tiefe von mehreren hundert Metern. In der Mitte der Opalinus-Funktion. Die hochradioaktiven Abfälle sind in dickwandige Stahlbehälter verpackt und werden mit der Stollenbahn ins Tiefenlager transportiert. Im Tiefenlager wird der Behälter präzise platziert und der Stollen mit quellfähigem Rohmaterial verfüllt. Kommende Generationen können später einmal entscheiden, wann sie das Lager definitiv verschließen wollen. Gemäß Gesetz müssen die Abfälle rückholbar eingelagert werden. Die Machbarkeit der Rückholung muss vor Inbetriebnahme des Lagers im Maßstab 1:1 getestet werden. Niemand weiß, wie sich die Gesellschaft und die Verhältnisse an der Erdoberfläche in Zukunft entwickeln. Nur ein geologisches Tiefenlager bietet langfristigen Schutz vor radioaktiven Abfällen. Denn wie der Ammonit kann radioaktiver Abfall langfristig und sicher im Opalinus-Dom eingeschlossen werden. Willkommen zurück an der Erdoberfläche. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und übrigens, gerne zeigen wir Ihnen den Opalinus-Zoon auch in Wirklichkeit. Besuchen Sie uns im Felslabor Monterie bei Saint-Ursanne im Kanton Jura. Bis bald, auf Wiedersehen.